Eine Werbeträgerin für Antholz. Eine Frau, wandlungsfähig. Mit dem Alter kommt die Reife. Vom Partygirl zur Weltklasse-Biathletin. Bis zum Juniorenalter, da habe ich ja nicht so viel trainiert, sagen wir mal so. Ich war mehr mit Party unterwegs. Und ja, dann bin ich eben von Junioren auf Senioren und dann habe ich ja wirklich so die Minuten auf den Ski bekommen. Also das war ja für die Moral nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, entweder oder. Also dann habe ich so richtig angefangen zu trainieren. Party ein bisschen weniger, aber... Ihr größter Erfolg bislang, Bronze bei Olympia in Sochi mit der Mixed-Staffel. Ich denke, nach Sochi, da war die Motivation natürlich noch höher und alles. Und das hat uns sicher allen richtig gut getan, also so ein Ergebnis, weil in Italien ist der Biathlon nicht so der Sporthit, sagen wir mal so. Und ja, das war sicher für die ganze Mannschaft ein richtiger Aufschwung. Die italienischen Frauen in diesem Jahr stark verbessert. Dorothea Viera als Fünfte im Gesamtweltcup, derzeit die Beste. Mein Ziel für heuer ist ja, dass ich konstant bleibe. Und bis jetzt habe ich ja alle Rennen in den Top 15 geschafft. Also das ist für mich schon war ein großes Ziel. Aber cool wäre ja wieder so in der Staffel und so, also mit dem Team zusammen. Das ist ja wirklich immer das Highlight, sagen wir mal so. Eine Staffelmedaille also bei der WM, dann wäre der Familienmensch Viera glücklich. Die 24-Jährige aufgewachsen in einer Großfamilie, 4 Geschwister. Sie kommandiert gerne rum im Haus, ja. Also, wenn die Dorothea anwesend ist mal, dann müssen wir mal oft manchmal nach ihrem Mund laufen. So, ja. Die Frau scheint wenig kompromissbereit. Ja, sie hat Willensstärke viel, also... Sie setzt ihre Ziele klar durch, ja. Bei ihrem Heimweltcup geht sie als Führende der Sprintwertung ins Rennen. Viera weiß, was sie will. Wenn man zu mir sagt, ich muss, dann mache ich gar nichts. Also das muss ja immer so ein bisschen locker sein. Ich muss ja eigentlich die Entscheidungen treffen, weil im Endeffekt muss ja ich das wollen und nicht die anderen. Also. Die sportlichen Ziele sind klar, auch die privaten. Im Mai wird Viera Ja sagen zu ihrem Lebensgefährten. Ich bin ja schon ein bisschen nervös, sagen wir mal so. Wenn ich daran denke, dann denke ich, oh mein Gott, ich heirate. Aber na, ich freue mich riesig darauf. Ich habe ja das Kleid schon ausgesucht und alles und Schuhe fehlen noch. Beste Aussichten also für die anstehenden Aufgaben.